So, dann können wir uns eigentlich. Wir könnten jetzt starten. Genau. So, wir sind frisch geschminkt. Ja. Ich möchte Sie jetzt ganz herzlich begrüßen hier bei Wolf in unserem Dach-Webinar für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und mitgekommen ist Frank Wehrmann. Heute darf er die Frage stellen. Ja, wir haben heute mal gedreht. Genau. Ja, was machen wir heute, Frank? Es geht los mit. Ich denke, wir gehen erstmal da bei und entfernen mal richtig schwer verklebte Bodenbelege. Genau, wir fangen an, so wie es bei Ihnen oft auf der Baustelle auch ist. Wir sind oft in der Renovierung tätig. Was machen wir zuerst? Wir begrüßen natürlich den Kunde und dann geht's los. Der Boden muss raus. Genau, und deshalb möchte ich Ihnen heute zuerst mal unsere Stripperpalette mal einen Überblick verschaffen. Was für Stripper gibt es? Wie groß, wie schwer sind die? Wo setzt man die ein? Und wenn wir dann den Belag raus haben, wir haben verklebt hier Nadelvlies und auch Designbelag. Und da werden wir mal zeigen, was die Maschine so können. Hauptsächlich möchten wir unseren Biturbo zeigen, unser jüngstes Mitglied in der Familie. Und dann geht es dann weiter. Wenn der Boden raus ist, bleibt ja manchmal einiges zurück. Kleberreste, Belagsreste und so weiter. Wir sehen dann, was unten rauskommt. Haben wir eine Spachtelmasse, die vielleicht damals überwässert wurde, für den neuen Belag gar nicht geeignet, zu weich, nicht tragfähig. Da gibt es Maschinen dafür, mit denen wir heute die Altschichten rationell entfernen können. Ja? Und es geht dann meistens mit Diamantwerkzeugen. Wir werden verschiedene Diamantwerkzeuge mal anschauen und natürlich mit den Maschinen auch mal rausfräsen. Ich schaue mal, wie viele Teilnehmer haben wir denn heute? Wir sind schon, Kollegin, wie viele Teilnehmer? Oh, 40 Teilnehmer. Ja, genau. Da freuen wir uns, dass Sie sich hier am späten Abend noch die Zeit nehmen und dann legen wir mal los. So. Ja, vielleicht sollten wir zu den Fragen gerade noch kurz was sagen, Karl-Heinz. Wir haben ja, Frage schon da? Also, wenn zwischendurch Fragen kommen, wir haben ja hier unten so ein Reiter Fragen, machen wir zwischendurch gerne. Wir haben aber auch die Möglichkeit und sind nach dem Webinar, also wir planen mal so grob anderthalb Stunden, haben die Möglichkeit nach dem Webinar, noch eine halbe, dreiviertel Stunde sind wir hier, um Fragen zu beantworten, wie gestern Abend auch. Ne? Genau. Machen wir so. Ja. Und ja, klar, wir sagen natürlich Grüße nach Deutschland, Österreich und auch unsere Schweizer Kollegen begrüßen wir ganz herzlich, die dabei sind. Ne? Und ja. Vielen Dank für die Zeit. So, Frank, wir haben hier Stripper von klein bis groß. Das ist unser Junior-Stripper, jetzt neu auch mit 18 Volt Akku-Antrieb. Ja, und mit dem kann ich jetzt gut auf Treppenstufe arbeiten. Auf Treppenstufe, ich kann unter Heizkörper runter, da wo ich sonst mit der größeren Maschine nicht richtig hinkomme. Und auch bei unseren Malerkollegen wird das Gerät geschätzt. Die können Glasfasergewebe, Tapete oder eben auch Bodenbeläge, die an die Wand geklebt sind, wo vielleicht auch noch Schaumrückstände haben. Beklebte Soppelleisten zum Beispiel, Hohlkehleisten oder ähnliches kann man super auch entfernen. Auch sowas damit ja. Entfernen. Kleines handliches Gerät und auch die Akkulaufzeit 20, 25 Minuten gibt ein Akku her. Und da kann man schon einiges ablösen. Ja, es erleichtert einfach die Arbeit. Okay, wie schwer ist das Gerät jetzt? Fühlt sich nicht sehr schwer an? Na, ist ganz handlich. Wir sind so bei 4 bis 5 Kilogramm. Okay. Genau nachgewogen habe ich es noch nicht, Frank. Aber eben zum an der Wand arbeiten ist es nicht zu schwer. Und ich bin halt ohne Kabel bin ich halt sehr beweglich. Ja, das vermindert einfach auch die Unfallgefahr, wenn ich auf dem Gerüst stehe. Muss an der Wand arbeiten, kann ich übers Kabel nicht drüber stolpern. Wie viel Volt, wie viele Amperestunden haben wir hier? Wie lange, du hast schon gesagt, glaube ich. Das ist ein 18 Volt Akku mit 5 Amperestunde und die Arbeitszeit liegt so bei 20, 25 Minuten, je nach Belastung natürlich auch. Und zeigen wir es mal noch in die Kamera, dass man es genau sehen kann.
Es gibt also ein Blatt mit 10 cm und eins sogar mit 20 cm Breite. Das ist so ein Trapezblatt dann, was vorne praktisch... Das wird dann nach vorne breiter und so kann ich halt gerade bei Tapete... Kann ich den Akku jederzeit zwischenladen? Ist das möglich? Das ist ja die Lithium-Ionen-Technologie und die kannst du wieder drin einfach auch mal aufladen. Wenn du mal Zigarettenpause machst oder Kaffeepause oder Vesperpause, kann man zwischenladen. Das Ladegerät ist sehr intelligent, zeigt auch an, wie viel Zeit noch vergeht, bis der Akku voll ist. So kann ich auch besser planen dann. Irgendwo mit kompatibel die Akkus oder Ladestandsanzeige, irgendwie sowas haben wir das? Ja, Ladestandsanzeige, die ist hier hinter. Ich habe 4 Balken, da sehe ich, wie viel Prozent Ladung noch da ist. Okay. Kompatibel ist mit alle Flex-Akkus und wir haben natürlich auch noch einige Maschinen mehr bei uns im Programm. Streifenschneider, Fugefräse und so weiter. Ja. Prima Ding, handliches Teil. Ein bisschen näher, dass man es mal einmal vielleicht von der Nähe mal sehen kann. Ja. Super Teil. Okay, der nächste Karl-Heinz, was haben wir da? So, der nächste ist unser meistverkauftes Modell nach wie vor. Ja, das ist der Durostripper, einfach eine Maschine, die sehr kompakt gebaut ist und natürlich auch entsprechend noch gut zu transportieren. Das ist ja bei vielen Bodenlegern natürlich auch zählt, wenn du in den 5. Stock gehen musst, dann möchtest du halt nicht zu viel Gewicht haben, das du tragen musst. Ja? Wo wird das hauptsächlich eingesetzt? Ist das eher so im Wohnbereich oder wo würdest du sagen, wird das eingesetzt? Also, da muss man ganz klar sagen, der Einsatzbereich ist im Wohnbereich. Ja? Und man muss ja mal ganz ehrlich sagen, Frank, der Stripper wurde gebaut, damals, um Schaumbrücke abzulösen. Ja, genau, der kommt aus der Zeit der Schaumbrücke. Das ist definitiv richtig. So. Genau, weil den Teppich, den haben wir in Bahnweise fast abgezogen oben und dann blieb halt der Schaum zurück. Ja, das muss man sich mal überlegen. Ja. Um jetzt den Schaum zu entfernen, ist die Belastung für Maschine und für den Bodenleger, die ist nicht so hoch. Ja. Und wenn ich mir überlege, es ist halt einfach so, dass die Systeme, die wir heute vorfinden, sind halt härter. Wir haben heute keine Kautschuk-Klebstoffe mehr mit Lösemittel. Wir haben keinen Kunststoffkleber mehr. Diese Systeme altern nicht mehr. Und so ist es eigentlich unmöglich, ganze Bahnen am Stück zu entfernen. Sondern die Belastung für die Maschinen, die wird halt immer härter. Ja, und dementsprechend brauchen wir auch stärkere und schwerere Maschinen. Genau. Du brauchst nur mal einen Bodenleger fragen, wie breit er heute die Streife schneidet, wenn er einen Belag rausmachen will und wie breit die Streifen früher waren. Ja, wenn ihr mal selber ehrlich seid, sind wir heute oft bei 10 cm, weil breiter bekommen wir schon nicht mehr raus. Und das ist ja auch der Grund, warum wir auch stärkere Maschinen brauchen. Warum wir auch stärkere und schwerere Maschinen brauchen. Weil die Klebstoffsysteme, wie du schon sagtest, die sind viel, viel zäher, viel schwieriger zum Rausbekommen. Ja? Ja, wenn ich mit dem alles rausmachen könnte, bräuchte ich keine andere Maschine mehr. Ja. Ja? Wie gesagt, trotzdem laufen wirklich große Stückzahlen. Ich denke mal, dass immer noch viele Fließrücken zum Beispiel, denke ich mal, da ist das super. Gibt spezielle Messer, glaube ich, ne? Die man da einsetzen kann. Genau, so Fließrücken, Messer zeigen wir später noch, genau. Frank. Ja. Richtig. Und so ein CV-Belag oder so, also das bekommen wir schon raus. Also mit dem, vom Prinzip her Wohnbereichsqualitäten, Textilbelege mit Fließrücken, dafür ist er gedacht. Ja, genau. So, ich schiebe den mal weg, Frank. Mhm. Wir haben ja noch, ich helfe dir noch ein bisschen. Danke, wir haben ja noch mehr im Programm. So, das wäre jetzt der erste Bodenbelagstripper, der einen eigenen Antrieb hat. Ja? Das heißt, hier ist extra das Rad, das Antriebsrad, hat einen extra Motor, das den Stripper vorwärts treibt. Ja? Und so ein Antrieb bringt unwahrscheinlich Vorschub und Energie. Wenn man das jetzt an Menschen hinter der Maschine nachstellen wollte, bräuchte man 2, 3 starke, kräftige Bodenleger. Die bringen dann so viel Kraft auf wie so ein Antrieb an sich. Und das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Ja? Und es ist auch so, dass man heute mehr
auch Rücksicht drauf nimmt, wie stark ist ein Bodenleger belastet und kann so natürlich der Bodenleger auch schonen. Ja? Ich muss ja meine Jungs, auf die auch ein bisschen Sorge tragen, dass die nicht ständig total K.O. dann von der Baustelle kommen. Kann man zum System was sagen, wie das vorne funktioniert für den Motoren? Sind die mehr oder weniger wartungsarm? Das sind ja sehr leise Motoren, hast du gerade gesagt. Ne? Ja, das ist unser leisester Stripper und das sind spezielle Motoren, Industriemotoren. Die sind wartungsfrei, die haben keine Bürste, keine Kohle. Ja? Ich brauche aus einer Reinigung ab und zu den Stab mal rausblasen, muss ich bei denen nichts beachten. Und bei den Stripper bisher müssen wir einfach einmal über die Klingebewegung müssen wir mal drüber sprechen. Frank? Das war meine Frage nach dem System. Wie funktioniert das System? Genau. Ist das ein schlagendes System? Ist es ein oszillierendes System? Ist es ein halb oszillierendes System? Wie würdest du es bezeichnen? Ja. Also das ist ein oszillierendes System. Das heißt, die Klinge macht eine Bewegung, eine ellipseförmige Bewegung, eigentlich vergleichbar mit einem Schwingschleifer. Das heißt, die geht immer leichte Rotation, Vibration. Die nächstgrößeren Stripper, die mir dann zeigen, die haben ein schlagendes System, Frank. Da geht die Klinge vor und zurück. Das ist eine ganz andere Art der Bewegung. Führt auch zu ein bisschen mehr Geräuschemission. Ja. Und, aber ich kann natürlich dann auch andere Beläge rausmachen damit. Mit dem Stripper kann ich jetzt alle elastische Beläge entfernen, aber was natürlich nicht geht, ist ein Parkett rauszumachen. Ja, ja. Sag mal, 4 mm Linoleum, Sporthalle ist das jetzt auch nicht sicherlich das. Also da würdest du mir jetzt auch wieder ein bisschen aufs Glatteis führen mit der Frage. Ne? Ja, also deswegen kann ich auch nicht sagen, alle elastische Beläge. Ja, aber nicht jeder geht jetzt gleich auf eine Sporthalle los, ja, mit so einem Stripper. Also, klar ist es, denke ich mal, dass wir auch im laufenden Betrieb Hotels oder diese Dinge, da geht es darum, leise zu arbeiten oder auch mal im Hospital, in einem Krankenhaus, während des laufenden Betriebes mal ein Zimmer zu renovieren. Das ist richtig. Haupteinsatzgebiet. Genau. Und auch speziell für solche Bereiche wurde der auch entwickelt. Ja. Wenn man den jetzt anschalten würde, Frank, könnten wir uns ganz normal nebenher unterhalten. Ich müsste nicht schreien, du würdest jedes Wort von mir, das ich in normaler Lautstärke sage, würdest du auch verstehen. Ja, und es ist natürlich auch eine Maschine, die noch handelbar ist vom Gewicht her. Wir haben insgesamt, haben wir hier 107 Kilogramm. Ja, und ich kann dann. Wie schwer ist das Zusatzgewicht? Ja, das Zusatzgewicht hat 25 Kilo. Das kann ich natürlich abnehmen. Der Stiel ist abnehmbar. Das ist eine Schraube zum Lösen. Ja, mit so einem Knebelgriff. Also ich brauche nicht extra jetzt ein spezielles Werkzeug dafür. Ja. Ja, genau. Und das, dann lässt sich die Maschine auch tragen. Es gibt Tragegurte dazu, sodass du auch das sicher in die Hände hältst. Und wir haben eine Schnittbreite, eine Arbeitsbreite von 25 cm. Ja, ja, supi. Wollen wir mal anmachen? Das mal zeigen. Oder wolltest du ihn erstmal zerlegen, dass du das zerlegen zeigst? Wie möchtest du es machen? Ja, wir können beides machen. Ich hätte jetzt eigentlich aber alle Stripper-Trend durchgegangen. Okay. Und würde dann gern mit dem Vario Silent und mit dem B-Turbo würde ich gern dann praktisch auch was machen. Also müssen wir gar nicht so weit wegstellen. Wir schieben wieder in die Reihe. Ja. Ja, das ist das nächstgrößere Modell. Ne? Genau, das nächstgrößere Modell. Und wie ich eben gesagt habe, wir haben hier jetzt ein schlagendes System. Das heißt, die Klinge geht vor und zurück. Bei diesem Turbo-Stripper 5000 Mal pro Minute, 5000 Schläge. Und da kannst du dir jetzt vorstellen, Frank, wenn wir jetzt dieses 4 mm Sportlinoleum haben, ja, dann können wir mit diesem System auch den Belag effektiv und schnell entfernen. Ja. Weil so ein Schlag unter der Belag, der immer weiter nach vorne geht, ja, da flutscht es einfach. Ja. Und dafür ist der Turbo-Stripper auch bekannt. Ja. Den haben wir ja schon viele, viele Jahre im Programm und du musst eigentlich gar nicht mehr groß was dazu erzählen, weil eigentlich fast jeder Bodenleger den Turbo-Stripper kennt. Entweder hat er oder er träumt davon. Ja? Eigentlich wird das System seit den 70er Jahren gebaut, kann man sagen.
Genau, wir haben es natürlich immer wieder auch weiterentwickelt, um eben auch den Gegebenheiten auf der Baustelle auch Rechnung zu tragen. Vor allem auch, dass man hier jetzt auch mehrere Gewichte aufeinander machen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man heute einfach mehr Maschinengewicht braucht. Ja, wir haben es ja schon erklärt, die Klebstoffsysteme haben sich geändert. Ja, oder wenn du jetzt so ein Parkett hast mit einem PU verklebt, ja, da muss also schon ordentlich Dampf kommen, damit es auch wieder zu entfernen ist. Ja. Also die Gewichte, bis zu wie viele Gewichte kann ich draufpacken? Wir haben jetzt hier ein Grundgewicht, zwei Zusatzgewichte, je 30 Kilo. Je 30 Kilo, die Haube wiegt 40. Also die Standardversion, die hört ja hier auf. Ja, wir haben die Haube und ein Gewicht, so kommen wir auf 157 Kilogramm. Dann kann ich nochmal zweimal so ein Zusatzgewicht drauf machen, jeweils 30 Kilogramm. Also ich komme dann auf 217, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Und notfalls, Frank, notfalls, also die Maschine macht es mit. Notfalls mache ich den auch mal auf 247 Kilo. Aber das sind schon Ausnahmen, die alltäglich natürlich nicht vorkommen. Ja, ja, das sind so Sachen, da muss man wahrscheinlich reagieren, weil es heute nicht mehr erlaubt ist, auszubilden, da die ganze Zeit drauf mitfahren zu lassen, allein zu. Genau, heute schaut man natürlich mehr auf die Vibrationen. Ja, das hat früher niemand interessiert, aber heute achtet die Berufsgenossenschaft drauf, wie viel Vibration ist an der Maschine. Und die kann auch Regeln auferlegen, wie lange man mit so einer Maschine arbeiten darf. Ja. Ja? Wir haben hier in unserem Turbo-Stripper ein Antriebskonzept mit einem Motor. Ein Motor versorgt Antrieb und Schlagwerk. Ja? Das ist recht überschaubar von der Konstruktion her. Wir bekommen das auf kleinem Raum, bekommen wir die ganze Konstruktion unter. Ja? Und der Fahrantrieb lässt sich zuschalten. Du hast die Hand schon oben an der Kupplung. Ja. Wenn man da zieht, was passiert dann, Frank? Ja, dann wird im Grunde genommen das ganze Gerät in Vorwärtsbetrieb versetzt. Ne? Ich kann hier oben an ausschalten und wenn ich hier an den Hebel ziehe, fährt er halt vorwärts und das macht er in einer festen Geschwindigkeit, wenn ich das noch richtig weiß. Ne? Ich drehe den mal so ein ganz kleines Stückchen, dass man auch mal die Technik von der Seite sieht, Karl Heinz. Ja. Kannst du den Zuschauern erklären, was das hier zum genau, Fall ich habe gesagt, Frank, wir haben ja 5000 Schläge nach vorne, irgendwo muss die Bewegung herkommen. Ja, und vom Antrieb her ist das links und rechts so eine Zylinderführung und die Buchse. Und hier findet die Bewegung statt. Ja, die geht vor und zurück. Wir haben ca. 4 bis 5 mm hoch. Weil da so viel Bewegung ist, siehst du hier, Frank, einen Schmiernippel. Und da muss einmal am Tag oder alle 6 bis 8 Arbeitsstunden gehört mal 2-3 Hübe Fett aus der Fettpresse gehöre da rein, weil wenn es gut geschmiert ist, dann läuft es natürlich auch. Da geht es ja darum, dass hier die Metallteile nicht trocken aufeinander laufen und die Laufbuchsen ausschlagen und so weiter, gehe ich von aus. Ne? Genau. Richtig. Jeder Motor hat Motoröl, wo ja auch so eine Bewegung stattfindet, der Kolben im Zylinder und es muss halt geschmiert werden. Ja. Wenn dann irgendwann aufgrund des Ausschlagens der Laufbuchsen und des Zylinders der ganze Schwinger sich bewegen lässt, dann hat man auf der Baustelle wahrscheinlich ein Problem. Ne? Genau, also für alle, die schon Turbo haben und es mal kontrollieren wollen, wenn die abstellen nach hinten. Stell mal ab. Wenn man hier am Schwinger anpackt und nach oben und unten bewegt und da ist Spiel da. Also wenn das mal hier vorne so ein Zentimeter hoch und runter geht, kann man die Büchse hier und die Lager mal erneuern. Und dann geht es wieder weiter. Ja? Das ist aber dann so Arbeiten, die eigentlich wahrscheinlich erst nach vielen, vielen Jahren mal gemacht werden müssen. Das dauert lang, Frank. Aber ich sage dir auch, wenn natürlich am Fett gespart wird, dann kommt es halt umso früher. Ja? Ja. Die meisten vergessen das ganz und deswegen sage ich es gern nochmal. Gibt es so in den Rädern Radwechsel hier? Gibt es da noch irgendwas zu sagen, Karl-Heinz? Die haben natürlich, das sind ja Vollgummiräder. Das sind Vollgummiräder und natürlich, man sieht es dann beim Stripper manchmal auch, es gibt hier beim Turbo-Stripper auch manchmal schwarze Striche auf dem Boden, ja, weil die Räder doch gewisse Schlupf haben. Und nach langer Zeit, muss man sagen, Frank, das ist nicht wie beim Auto, dass man ein Jahr neue Reifen braucht, sondern irgendwann ist der halt abgenutzt. Man merkt es dann, wenn das Rad ganz nah am Boden ist, dann wird es Zeit,
dass man mal neues Gummi draufzieht. Ja, dadurch, dass die Räder an Gummi verlieren, verändert sich ja auch der Anstellwinkel der Klingel, ne? Genau, ja. Ja. Ja, super. Ja, du, ich denke, wir machen gleich weiter mit dem Beethoven. Frank, soll ich kurz nach deinem Mikro schauen? Ich glaube, so müsste es wieder gehen, so müsste man mich verstehen, oder? Okay, super. Ja, die Technik ist für uns auch neu. Wir müssen uns da auch erstmal dran gewöhnen. Weil normal machen wir die Schulungen immer vor 15 oder 20 Leute. Oder mehr manchmal, ja. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig, genau, dass man die Kamera im Auge behält. Aber in diesen schwierigen Zeiten ist das halt die einzige Möglichkeit, dass wir unser Know-how halt hier in die Welt verbreiten können. Ne? Das, was wir so haben. Ich glaube, ich fahre nochmal kurz. Ja. Warte mal, stellen wir das so. Jetzt besser? Unsere Technikerin Sina Rehmann, die gibt hier zwischendurch Regieanweisungen. Und machen wir das gleich. Ist halt live. Ne? So. Jetzt perfekt. Okay, super. Danke. Ja, genau. Können wir unsere Technik hier auch mal vorstellen. Das ist unsere liebe Kollegin Sina Rehmann und hinter der Kamera, Tilo. Mach mal schnell herum. Komm mal einmal vor. Dann lernen dich die Leute auch mal kennen. Dann dürfen wir unseren Exportleiter hier kurz noch vorstellen, Tilo Roll. Hallo. Super. Ja. Ja, Kalle, das ist das neueste Produkt, hast du eben gesagt. Das ist unser neuestes Produkt, genau. Und Frank, da muss ich dir wirklich sagen, das ist Komfortstrippe. Aha. Okay. Komfortstrippe, ja. Super. Hast du das Wort überhaupt schon mal gehört? Ja, ich habe ja nur einige Jahre, ich habe ja 12 Jahre mittlerweile in der Wolf-Anwendungstechnik auf dem Buckel. Ja. Und wenn ich hier derjenige bin, der heute die Fragen stellt, ich weiß, wie es ist, hinterm Turboschripper zu stehen. Und ich weiß auch, wenn man das den ganzen Tag gemacht hat, dass das anstrengend sein kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich heilfroh, dass wir diesen Komfort heute bieten können und den Stripper entwickelt haben. Das ist einfach so. Ja, mir ist das auch so gegangen, Frank. Eigentlich, wenn ich war auf viele Baustelle, bin ich mit dem als Prototyp unterwegs gewesen. Und wenn ich dann mal wieder zu einer Turbo-Vorführung gegangen bin, dachte ich erstmal, da muss ich mich doch grundlegend umstellen. Ja? Weil das wirklich ein Komfort ist, mit der Maschine zu arbeiten. Und warum, erzählen wir jetzt. Und zwar, das Einfachste ist zum Beispiel der Antrieb. Ja? Sobald ich hier an dem roten Hebel ziehe, fährt er vorwärts. Und ich kann auch mit dem Knopf hier oben im Griff, Tilo stellt mal scharf, jawohl, kleiner Griff. Mit einer Hand kann ich Vorwärts- und Rückwärtsfahrt bedienen. Ja, so, vorwärts, beide zusammen fährt er rückwärts. Ja? Das ist schon mal sehr komfortabel. Dann kommt noch dazu, Tilo, ich zeig dir's mal. So, dann kommt noch dazu, dass wir hier eine Geschwindigkeitsregelung haben. Die gilt für Vorwärts- und für Rückwärtsfahrt. Und wenn jetzt jemand im Akkord den Boden rausmacht, kann er dann auch mit dem Knopf steuern, ob der Stripper rückwärts nach Geschwindigkeitsregelung fährt oder ob er Vollgas fährt. Ja? Nur mit dem Knopf. Ja. Einmal so. So, man sieht den Unterschied eigentlich fast nicht, aber beim Rückwärtsfahren merkt man es gleich. Das heißt, wenn ich hier drücke, erhöhe ich die Geschwindigkeit um wie viel Meter ungefähr? Ja, auf Vollgas. Auf Vollgas. Sorry. Auf Vollgas, genau. Ja. Maximal macht man 27 Meter pro Minute. Ja. Das heißt, kannst du auch schon ein bisschen was zu einer, sag ich mal, theoretischen Flächenleistung sagen, was man damit so realisieren kann in einer Stunde? Ich meine, das sind ja auch so, wir haben jetzt 2 Stripper ja schon vorgestellt. Ja. Einmal ja. den Vario, einmal den Turbo. Und ich sag mal, es geht ja heute auch immer um Zeit und Geld, dass man schnell und rationell Bodenbelege entfernt. Hast du einen Wert für uns, für unsere Zuschauer? Frank, dir ist klar, dass jeder Bodenbelag anders zum Entfernen ist, aber ich sage jetzt mal so frei raus, mit dem Vario Silent machst du 50 Quadratmeter die Stunde, mit dem Turbo beim gleichen Belag so zwischen 80 und 100 Quadratmeter und mit dem B-Turbo könnten wir fast das Doppelte schaffen. Ja, also bei 150, 180 Quadratmeter, das hängt natürlich stark vom Bodenbelag ab, aber wenn du bei alle drei auf die gleiche Fläche stellst,
Das ist ja schon eine ganz ordentliche Fläche mit. Man muss das Ganze auch noch entsorgen, wegräumen und so weiter. Wenn man 150 Quadratmeter in einer Stunde schafft, hat man Geld verdient. Und das Interessante, Frank, wenn du das so sagst, man muss nur wegräumen. Wir haben hier auch einen Betriebsstundenzähler und das IMM, komme ich gleich noch drauf. Wenn man die Stunde genau nachschaut, da haben wir auch gesehen, die Maschine läuft nicht 4 Stunden am Stück durch. Ja? Das sind meistens so, ja, die fährt eine Zeit lang und dann muss man halt mal telefonieren, muss mal rauchen oder also, Belag wegtragen. Ich denke, bei an so einem 8-Stunden-Tag, wenn der dann echt mal 5 Stunden komplett gelaufen ist, dann waren die echt fleißig, die Kollegen. Ne? Die war halt richtig fleißig, ja. Kann man sagen. So, wenn man schon hier so steht, wir haben hier noch einen Rückfahrschutz. Das heißt, ich fahre rückwärts und schaue nicht nach hinten, stehe an der Wand und dann vor lauter Schreck kann ich jetzt meinen Fahrknopf, meinen Fahrhebel nicht loslassen vor Schreck. Und wenn ich hier Körperkontakt habe an meinem Bauch, deswegen ist es auch gut, wenn der Bauch ein bisschen raussteht. Meinst du? Ne? Ja, bei mir, ich kann das auch, dann fährt er wieder vorwärts. Okay. Ja? Also so, dass man nicht gegen die Wand gedrückt wird, sondern in dem Moment, wo er Körperkontakt kriegt, fährt er sofort nach vorne und es kann kein Unfall passieren. So ist es, genau. Und dann lässt er auch der Schreck nach und ich lasse dann auch der Hebel los und dann ist die ganze Situation wieder safe. Ja. Was gibt denn das Teil so komplett? 260 Kilogramm, Frank. Ja. Okay. Lässt sich aber super leicht zerlegen. Bloß bevor man das zeigt, möchte ich noch kurz den letzten Bedienhebel am Stiel oben noch kurz erklären. Das sieht man hier. Also er ist nicht nur zur Halterung von dem Imbusschlüssel, sondern der dient ganz einfach dazu. Im gezogenen Zustand sind die Antriebsräder frei und ich kann fahren. Lasse ich den Hebel los, dann blockiere die Räder, weil sie dann mit dem Getriebe, mit dem Motor verbunden sind und dann lässt er sich natürlich nicht mehr rollen. Ja, aber hier bei unserem B-Turbo, ganz einfach Hebelzieher und ich kann dann zum Auto fahren, ich kann zur Baustelle fahren, kann ihn bewegen. Funktion ganz einfach. So, was hast du vor? Zerlege? Naja, ich sehe gerade noch, vielleicht wenn du ihn gerade so hast, auch hier sind Schmiernippe, das heißt, wir haben ja auch hier ein schlagendes System, haben wir ja gesagt. Richtig. Das Fetten der Laufbuchsen hier in dem Bereich, denke ich, ist ähnlich wie beim Turbo. Ja, Schmiernebel ist Schmiernebel. Die, wo früher noch ein bisschen Landwirtschaft gemacht haben, die wissen genau, was das ist. Ja. Viele kennen das heute nicht mehr. Da gibt es eine spezielle Fettpresse, die ist im Lieferumfang dabei. Und da gibt es auch von uns ein vorgeschriebenes Fett, das da benutzt werden muss. Das ist extrem zäh und klebrig. Das bleibt da ganz lang dran, auch wenn es warm wird. Und auch hier all 6 Betriebsstunden in etwa oder all 600 Quadratmeter, sage ich mal, muss man hier Fett dran machen. Okay, so, Verstellung machen wir gleich, aber Zerlege. Also, hier brauchen wir kein. Warte mal. Hallo, guck mal, ich denke, da kommt aus der Regie eine Frage rein. Genau, die erste Frage, weil gleich reingekommen, wie bewegt man den Vito in den Schlüssel? Genau. Wie? Ja, natürlich mit dem Aufzug, oder? Also, ich denke, am besten mit dem Aufzug, vielleicht und sonst. Das machen wir jetzt. Ne? Also, sonst können wir auch kurz zerlegen. Den zerlegen wir, Frank, wenn wir alles rausmachen in 1 bis 2 Minuten. So kann man das Innenleben auch mal ein bisschen besser sehen. Wir werden jetzt nicht komplett zerlegen, aber. Und das war uns natürlich auch ganz wichtig, Frank. Absolut. Weil was bringt dir die beste Maschine, wenn du sie nicht bewegen kannst? Und wenn die Mitarbeiter sagen, das ist zu viel Gewicht, die nehme ich gar nicht mit. Ja, das bringt ja nichts. Also das ist immer bei all unseren Trippern eigentlich das Thema gewesen, dass wir das modular zerlegen können und die Einzelteile mit maximal 2 Mann in den zweiten oder in die zweite oder dritte Etage ohne Probleme hochkriegen. Ja? Genau. Ja. Hier sind nur 2 Gewichte, die kann man auch abnehmen. Dann haben wir die Maschine im Rohzustand, von vorne bis hinten. Wir sehen hier den Schlagwerksmotor und hier auf der Seite dahinter sitzt der Fahrwerksmotor. Ja? Motoren
wartungsfreie Motoren, selbstlos, ja. Ne? Natürlich, okay. Klar. Auch ein wichtiger Punkt, genau. Da braucht man außer mal reinigen, ausblasen, das ganze System, mal zwischendurch reinigen, Schrauben nachziehen. Nicht genau. Allzu viel machen. Staub ist auch ein Feind von der Maschine, also immer wieder die Motoren mal frei machen, dann funktioniert Kühlung und so weiter. So, Frank, das Ganze wäre schon ein bisschen schwer, ja. Wenn man das jetzt so hochtragen müsste. Wir können hier über eine Klemmschraube, ja, dieselbe sitzt auf der anderen Seite noch und dann kann man die zwei Teile schon voneinander trennen. Ich habe Schlagwerk extra, ich habe Antrieb extra und dann habe ich eine Einheit, die ich tragen kann. Allein wollte ich es nicht tragen, ganz ehrlich, aber zwei Leute packen das locker. Ich nutze manchmal sogar den Rückwärtsgang, um dass die Maschine ein bisschen mithilft. Ja, muss man halt einen Strom anschließen, langsam rückwärts, dann hilft die auch ein bisschen die Treppe hoch und runter. Dann sehe ich hier so. Einen weiteren Knopf, Karl-Heinz. Ich denke, der ist auch ganz erklärungsbedürftig oder zumindest erklärungswürdig, besser gesagt. Ja? Der ist richtig erklärungswürdig. Frank, wir wollen mit der Maschine natürlich auch Parkett und so weiter entfernen. Und du weißt, wenn wir Parkett rausmachen, dann liegt überall liegt Holz rum. Ja? Und dann kommt es natürlich auch vor, dass man über so Holzstücke dann drüber fährt. Ja? Dann hebt sich die Maschine an. Und wenn man jetzt schaut, sieht man auch schön im Bild, dann hebt sich die Klinge auch ab. Das wollen wir nicht, weil dann die Klinge die Gefahr läuft, dass die aus dem Bodenbelag rausgeht. Dann muss ich rückwärts fahren, wieder neu ansetzen. Das ist schlecht. So, jetzt ziehen wir hier den Stecker. Und jetzt kann ich übers Holz drüber fahren. Ja, so. Also, ich und die sehe Klinge mal so ein 22 mm Stab oder so, überhaupt ja. Kein Problem. Kannst du über zwei drüber fahren. Ja? Dann schiebt er das Holz schiebt er nach hinten weg. Der Druck bleibt auf der Klinge und ich habe eine gleichmäßige, fortlaufende Entfernungswirkung auch von der Maschine. So, jetzt haben wir aber wirklich alles erklärt, oder? Ja, es gibt auch eine Stromverstellung. Vielleicht muss man da noch was sagen. Es gibt ja nicht, alle Menschen sind ja nicht 1,90, 2 Meter groß. Und wir haben ja Märkte, sag mal, ich glaube, es guckt keiner zu, dann können wir auch ruhig sagen, welchen Markt ich meine. Also zum Beispiel Japan, da sind die Menschen halt nicht ganz so groß und dann macht es unglaublich Sinn, dass man den Stiel hier über diese Vierfachverstellung, Karl-Heinz, ja. auf seine Körpergröße einstellen kann, um nicht so dahinter genau, zu gehen. Ne? Genau. Da haben wir das. Da haben wir eine ganz normale Schraubverbindung gewählt, genau. Weil die am sichersten zubleibt und fest bleibt. Wir haben ja immer auch etwas Vibration an der Maschine. So, du siehst auch hier am Gewicht, die Gewichte liegen im Konus. Ja, es kommt eine Frage. Machen wir gleich, lass mich aussprechen. Die Gewichte liegen im Konus. Und Tilo hier, genau, das passt aufeinander, Konus. So sitzt das Gewicht satt und kann im Betrieb keine Geräusche machen. Ne? Dafür sorgen auch diese Gummipuffer hier. Ne? So, Frage, hat der B-Turbo eine extra... Keine. Wir brauchen... Genau, die Frage heißt, hat der B-Turbo keine extra Transportrollen? Der B-Turbo, wie gezeigt, die Antriebsräder dienen auch für den Transport. Und es gibt hier vorne, wer mag, kann hier gerne ein Fahrwerk, genau, ein Fahrwerk hier einbauen. So wie die Klinge wird es genauso draufgesteckt. Da sind zwei Linkroller drunter und dann kann man auch so frei bewegen. Ja? Genau, das ist dann noch komfortabler. Ich hab's meistens. Da geht halt von A nach B auf der Baustelle oder in Fußgängerzonen ja. Über Kopfsteinpflaster. Da macht es halt Sinn, hier vorne was einzubauen. Ne? Genau. Der Vorteil hier von den Antriebsrädern ist, dass sie einen sehr großen Durchmesser haben. So kann ich auch Schiene, Bordstein, einen niedrigen Bordstein kann ich überfahren und die Hindernisse besser überwinden, wie wenn ich so eine kleine Transportrolle habe. Ja. Ein paar Worte noch zum Robo-Stripper.
War nochmal eine Frage? Gut. Ja, Robostreber. Ja, das ist momentan so das Schwerste, das ist, genau, das Schwerste, Frank, mit 350 Kilogramm. Hab hier eine Fernbedienung mit Kabel noch verbunden. Wir sind gerade dran, die kommt auch mit Funk. Ab dem neuen Jahr soll ich fahren. Ich gebe dir ein bisschen Strom, vielleicht können wir es dir zeigen. Ja? Ja. Ja, genau. Also es gibt eine Liftfunktion für den Klingenwechsel. Und man kann den natürlich schön mit Fernsteuerung hier bewegen. Der dreht auf engstem Raum. Ja. Hat auch seine Vorteile, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel Bürogebäude habt. Ja. Ein Büro am anderen immer 16 oder 20 Quadratmeter. Ich muss viel vor- und zurückfahren, viel frisch ansetzen. Da hat er voll seine Stärke und es kostet mich eigentlich keine Kraft. Ja. Außer mit Daumen und Zeigefinger ein bisschen. Ja. Extrem wendig, leicht zu bedienen und auch wirklich ganz, ganz genau zu steuern. Ja. Ich kann ja auch ganz langsam fahren. Ja, und so kann ich jede Kante anfahren, jedes Heizkörperrohr kann ich anvisieren und kurz davor halte ich an. Das ist auch interessant für Märkte, sage ich mal, wo die Berufsgenossenschaften oder ähnliche Organisationen stark auf die Betriebszeiten achten. Wegen Vibration, Weißfingerkrankheit, dieses Thema spielt ja hier eigentlich keine Rolle, weil du eigentlich den ganzen Tag nur mit dem Bedienpult in Berührung kommst. Absolut, das ist der größte Vorteil vom Robostripper, du bist weg von alle Vibrationen. Ja. Eigentlich kannst du deine 8-9 Stunden könntest du am Stück durcharbeiten. Ja? Ja. Genau, ich fahre mal ein bisschen aus der Bahn, da haben wir schön Platz hier. So, und dann fangen wir mit unserem Vario Silent an. Da können wir jetzt mal ein bisschen Designbelag rausmachen, beziehungsweise Nadelfließ. Ja. Das machen wir jetzt, genau, denke ich mal, Karl-Heinz. So. Du willst bestimmt ein bisschen unseren Zuschauern ein bisschen was über die Klingen für den Messer für den ja, Vario. Können wir gern. Kommen mal ein bisschen nach vorne mit der ganzen Geschichte. So, hier haben wir schön, kann man es erkennen. Ja, so. So sieht man es ganz gut. So, gibt verschiedene Klingen. Die hier unten, die sind die schmalere. Die sind für einen Durostripper, da haben wir eine Schnittbreite von 210 mm. Die sind auch noch 210. Und dann kommt der Vario Silent mit 25 cm. Die Klinge, die gibt es in unterschiedliche Dicke, ja, von 0,7, 1 mm und 1,5. Ja. Das 0,5 ist sehr anpassungsfähig, ja, es biegt sich leicht. Das nehme ich bei sehr unebene Böden. Ja. Haben wir ja oft unter Teppichböden, da wurde immer gespart mit der Spachtelmasse, ja, weil der Teppich Verwerfungen, Kellerschläge und so weiter ziemlich gut verzeiht. So, das Biegen haben wir schon gehabt. Wenn ich natürlich einen störrischeren Belag habe, wenn ich ein älteres Linoleum habe, das sehr hart geworden ist, dann sollte ich natürlich eine stärkere Klinge nehmen. Ja. Aber hier sorgt es ja auch dafür, dass ich das Ganze dem Untergrund ein bisschen anpasse und ich zum Beispiel bei einem Fließrücken oder ähnlichem besser unter dem Belag bleibe. Ja? Richtig, genau. Ja, oder du hast so einen synthetischen Doppelrücken. Ja, bei einer Unebenheit droht es natürlich eher, dass die Klinge dann zwischen Träger, synthetischen Doppelrücken und eben dem Teppich der Oberware dann geht. Ganz einfache Regel, je störrischer der Belag, desto dicker sollte auch die Klinge sein. Ja, ja, diese Situation, dass der Rücken sitzen bleibt, ist eigentlich nicht dem Stripper geschuldet, kann man sagen, sondern es liegt eigentlich an der Bindung zwischen dem Polgewebe und dem synthetischen Doppelrücken. Genau, Frank, das ist richtig, was du sagst. Also der Teppichboden besteht ja aus zwei Schichten und da ist ein Latexkleber dazwischen und der unterliegt schon der Alterung. Ja? Ja. Und da lässt er an Klebkraft nach und die Klinge geht natürlich lieber
den einfacheren Weg. Den Weg des geringsten Widerstandes sozusagen. Genau, ja. Und du musst ja denken, wir haben beim Teppichboden, haben wir unten oft 400, 450 Gramm Kleber. Der Kleber wird auch wird natürlich auch angerieben, geht durch den synthetischen Doppelrücken durch und dann bildet es natürlich eine sehr zähe Einheit miteinander und da wird so die Klinge dann schon schwieriger. Ja? Da braucht man auch Gewicht dazu, dass man das rausbekommt. Also du sagst, die dickeren Klingen sind für schwerere elastische Belege. Ja. Die weicheren Klingen, die dünneren Klingen, die 0,7er sind für Textilbelege. Richtig, ja. Mit einem Fließrücken, sehr weiches System. Ja. Jetzt sehe ich hier, Karl-Heinz, noch, ich glaube, das haben wir eben schon mal so angerissen, ich sehe hier eine Klinge, die ich leg's, vielleicht können wir es hier unten mal zeigen, Kilo auf dem hellen Untergrund, jetzt so ein Wellenschliff. Halle, was gibt es dazu zu sagen? Ja, das nehme ich immer zu mein Vesperbrötchen aufschneiden. Okay. Also. Ja, und dass die Butter dann nicht so am Messer hängt, ist die Klinge noch Teflon besichtet. Ja, okay. Ja? Und das ist ja hier vorne, Thilo, nimm es nochmal ran, kurz, da ist ein Wellenschliff. Ja? Hat mich schon an mein Brotmesser erinnert. Aber dient hier natürlich, um jetzt Fließrücken effektiv ablösen zu können. Da haben wir die größten Probleme, die Beläge rauszubekommen. Wenn ich jetzt halt hier vorne die Spitzen schneiden habe, habe ich erstmal einen höheren Anpressdruck nach unten und dann in Verbindung mit der oszillierenden Bewegung, ja, schneidet dieses Wellenschliffmesser sich unter dem Fließrücken durch. Also praktisch, man muss sich das vorstellen, als würde es abgesägt. So kannst du es vorstellen, ja. Genau. Also es ist ein Problemlöser. Ich muss dir auch sagen, natürlich, wenn das jetzt auf dem Estrich läuft, dann wird sich die Spitze schon auch abnutzen. Okay. Aber lieber mache ich nach 15 Quadratmetern eine neue Klinge drauf, wie dass ich dastehe und bekomme den Boden nicht raus. Viele Bodenleger machen ja auch das so, dass sie die Oberware noch abzieht und dann stehen die vorne am Fasermeer für den Fließrücken. Da fällt uns nicht mehr viel ein, da brauchst du keinen Stripper mehr nehmen. Da müssen wir dann abfräsen. Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass so ein Stripper natürlich, je dünner die Schicht ist, die ihr entfernen wollt, desto schwerer wird es, dann unter dem Belag zu bleiben, weil der Belag ja eigentlich auch dafür sorgt, dass die Klinge runtergedrückt wird und je härter die Kante ist und je dicker der Anpressdruck von oben durch den Belag, desto einfacher hat so ein Stripper das auch, das Ganze rauszubringen. Dann geht es auch besser. Deswegen ist auch die Parkettentfernung eigentlich gar kein großes Problem. Mit der richtigen Maschine natürlich, einer scharfen Klinge. Und da, genau, da geht es dann schon besser. Eine Klinge haben wir hier noch. Ja. Frank, das ist unsere U-Klinge. Schön magnetisch. Die ist seitlich aufgebogen. Ja, die Schneide geht nach oben durch. Und so kann ich jetzt Beläge ohne Vorschneide zu entfernen. Hier sehe ich jetzt, Karl-Heinz, dass diese U-Klinge, die ist hochgebogen und ist auf der Unterseite angeschliffen und die zweite Klinge, die ich jetzt hier habe, die ist auch hochgebogen und ist auf der Oberseite angeschliffen. Ja, ich schaue gerade mal, wie man es in die Kamera zeigen können. So. Ja. So misst man es sehr. Genau. Hier sieht man, die Unterseite ist geschliffen oder geschliffene Seite unten, sagen wir auch. Und hier sieht man geschliffene Seite oben. Richtig. Genau. So, ich beginne immer mit der Klinge, mit dem Schliff ober. Und schau dann, wie reagiert der Stripper, was macht er, wo geht die Klinge hin. Wenn die Klinge ständig in den Unterboden geht, ja, dann ist der wahrscheinlich zu weich. Bei sehr weichen Untergründen, wenn du eine Spanplatte oder so einen Gipstrocken-Estrich hast, dann wird man wohl besser die Klinge nehmen, die dann unter angeschliffen ist. Okay. Ja? Irgendwie habe ich ein Problem mit meinen Fragen, aber wir haben ja hier Leute am Set, die kümmern sich um mich. Ja, also, bei weiche Böder empfehlen wir Schneide unter. Ansonsten empfehle ich immer die Schneide ober. Und zwar, weil ich hier auch am meisten vom Klebstoff noch wegbekomme. Ja? Wenn ich mit einem Stripper den Boden rausmache, dann habe ich im Idealfall 80-90% vom Kleber, die hängen dann am Bodenbelag dran. Ja? Wenn der weggeräumt weg wird, ist auch der Kleber weg. Habe ich umso weniger Nacharbeit und kann genau. Im Grunde genommen mit leichten Schleif- oder Fräsarbeiten den Untergrund einigermaßen gut herstellen. Genau. Man kann eigentlich doch sagen,
wenn ich das richtig weiß, dass so eine Klinge oder auch ähnlich wie bei einem Stechbeitel, sage ich mal, wenn ich den einsetze mit der geschliffenen Seite oben, dann haben diese Klingen eigentlich Zug zum Material. Ja. Ja, das funktioniert halt bei harten Untergründen, bei einer gespachtelten Fläche. Sagen wir mal, wir haben ein NC 170 drunter im Optimalfall oder eine NC 172. Wenn sowas drunter wäre, dann könnte ich eigentlich in den meisten Fällen ja diese Klinge benutzen mit der angeschliffenen Seite oben. Ja. Und nur bei sehr weichen Untergründen, hast du gesagt, also sprich zum Beispiel bei einer, ich sag mal, bei einem Pharmazell-Trockenestrich, um da mal eine Marke zu nennen, oder beim Regips-Trockenestrich oder bei ja, USB oder Spanplatten, da wäre es sinnig, dann die andere genau zu benutzen. Genau. Okay. So kann man es sagen, ja. Super. Mit dem Stechbeitel, das kennen die meisten, kann man es ganz gut erklären. Mhm. Ich würde nicht bei jedem Bodenbelag diese U-Klinge nehmen, sondern hauptsächlich bei PVC, CV-Beläge, Kautschuk. Okay. Ja? Bei Nadelfließ, und das zeige ich dir jetzt auch, würde ich eine andere Klinge nehmen. Kann ich, wenn ich noch eine Frage gerade stellen darf, Karl-Heinz, dieses Einschneiden der Belege durch das U, das ist ja eine total komfortable Sache, weil wir davon nicht mit dem Messer auf den Boden rumkriechen müssen oder irgendwie vorschneiden. Aber braucht das Energie? Ja, klar. Nimm mal zwei Messer und schneid mal gleichzeitig ein Linoleum oder ein PVC ein. Ja, also das dauert oder ist. Da musst du hier in dem Muckis so ein bisschen was haben. Ja. Das heißt, wenn das, sage ich mal auf der Baustelle die Situation gibt, dass ich mit der U-Klinge merke, der Stripper quält sich, ich komme nicht weiter, dann wäre doch eigentlich die nächste Konsequenz zu sagen, U-Klinge raus, die Bahnen auffräsen oder aufschneiden und eine normale Klinge nehmen, oder? Richtig, genau. Es gibt ja mehrere, also es gibt mehrere Möglichkeiten, dann aufschneiden. Du kannst bei einem normalen PVC kannst auch mal eine ausgediente Fugefräse nehmen. Du kannst dann das Messer nehmen, das wird am meisten Kraft brauchen. Oder du nimmst dann einfach unsere Parkettsäge mit den entsprechenden Sägeblättern, kannst du auch mal PVC und Linoleum ausschneiden. Manchmal haben wir ja auch die Situation, dass zwei Beläge aufeinander sind. Ja. Früher Linoleum, was macht man? Zack, draufgeklebt. Zack, bumm, klebt man PVC drauf und dann habe ich zwei Beläge zum Rausmachen. Ja. Und dann geht es dann oft nicht mehr. Ja? So, super erklärt. Die andere Klinge machen wir später. Jetzt muss mal hier was passieren. Für textile Beläge habe ich gesagt, empfehle ich kein U-Messer, sondern da nehmen wir unseren ErgoCut Pro. Ich gehe mal schwarzer Hintergrund. Geht besser. So, hier im Wolf-Design zwei Führungsrolle. Und hier habe ich, Thilo zeigt schön, eine Standard-Hakenklinge. Ja, die muss ich mir jetzt von der Dicke richtig einstellen. Die darf man nicht zu weit rausmachen. Man hat so viel Kraft. Wenn die zu weit ausschaut und im Estrich oder in der Spachtelmasse einhängt, sofort ist die abgerissen. Ja? Über den Stiel hier habe ich einen großen Hebel und ruckzuck ist die Klinge ab. So, ich fange mal an mit Streifen schneiden. Muss mal gucken, ob es nicht. Muss man ein bisschen weiter rausstellen. Aber es geht super gut im Stehen und man kann das Ganze drücken. Ne? Ja, genau. Wir arbeiten vorwärts, wir laufen nicht rückwärts. Ich sehe, wo ich hinfahre. Ich kann auch anvisieren, dass ich die eine gerade Linie hinbekomme, dass die Schnittbreite stimmt. Ja? Und dann fahre ich hier durch. Na, war zu schnell. Machen wir nochmal langsamer. Langsam geht immer schwieriger. So. Irgendwie komisch halt. Das macht die Kamera. So, jetzt hat es prima geklappt. Ja, ja? Man hört das, ne? Man hört es. Ja. Hier war irgendeine Stelle, da wollte es irgendwie nicht so richtig. Der tut man es leider nicht, dass geschnitten ist. Bei so einem dunklen Belag ist das schwierig. Ne? Wenn, genau. Ich sehe, du kommst relativ gerade da durch. Ja. Ich weiß auch nicht, warum es da nicht will. Da haben wir wahrscheinlich. Vielleicht willst du denn jetzt bei Wohnbelag erstmal versuchen mit der U-Klinge oder würdest du von vornherein bei einem Nadelfließ oder bei einem Kugelgarn sagen, nein, wir schneiden und streifen. Erstmal versuchen. Du fang mit einer neuen Klinge, geht es 5 Quadratmeter oder 10 Quadratmeter. Und wenn ich es dann nicht schaffe, bei der Vorführung von der Baustelle zu sein. Aha. Nee, nee. Also, schneiden. Vergesst es mit der U-Klinge.
bei Textile belegt. Es geht mit dem ErgoCAD Pro so schnell. Und du hast es nachher viel, viel leichter zum Ablösen. Okay. Dann baue ich dich mal ein, oder? Boah, das wäre super. Ja, Strom haben wir. Die Werkzeuge, die wir dafür brauchen, die sind in der Regel in einer, ich sag mal, in so einer kleinen Zubehörtasche drin. Ne? Die gängigsten Werkzeuge, die wir brauchen, um Klingen einzubauen. Ja. Das haben wir in der UFO in so einer Bordura-Tasche, wird mitgeliefert. Und Frank, wir haben doch jetzt seit kurzem haben wir auch spezielle Thanos-Koffer mit Einlage, wo auch ein Klingensortiment drin ist. Also wenn du sowas dir dazu nimmst, bekommst du eigentlich für einen Standard-Klingepreis bekommst du noch so einen stabilen Thanos-Koffer dazu und die Klinge sind sicher verwahrt. Ne? Das gibt es für den Vario Silent, das gibt es für den Turbo, B-Turbo und Robo-Stripper. Die haben ja die gleichen Klingen. Die arbeiten alle mit 35 cm und der Vario Silent mit 25. Was man vielleicht noch sagen muss, was ich hier absolut falsch mache gerade im Moment, das sollte man eigentlich nicht tun. Wenn die Klingen neu sind, hier ist auch ein Aufkleber drauf. Das ist wahrscheinlich diese Routine, diese tägliche, aber das ist halt so, eigentlich sollte man Handschuh tragen, weil die Verletzungsgefahr ist hier halt extrem groß bei den neuen Klingen. Und von daher ist es eigentlich sinnig, einen Handschuh zu tragen, wenn man den Klingenwechsel durchführt. Ja. Ne? Ja. Genau. Okay, ich habe dir jetzt mal eine 07er eingebaut. Wir haben ja Textilbelag. Okay. Ja, gut, ich sehe, wir haben hier 35 Grad Winkel montiert. Ja. Das ist schon relativ steil und ich habe jetzt auch nicht ausprobiert mit dem Nadelfließ, wie es geht. Aber das ist wie auf der Baustelle, Karl-Heinz. Ich muss auf der Baustelle schauen, welchen Anstellwinkel wähle ich und wir versuchen es mal mit 35 Grad flacher werden können wir noch. Ne? Das könnten wir dann noch, wenn wir das Zubehör hier haben und wir könnten auch die Klinge drehen, weißt du? Können wir auch versuchen. Du hast jetzt Schneide oben genommen. Wenn es hier auch immer im Boot reingeht, könnte man jetzt ja auch Schneide unten machen, wie man es erklärt hat. Also ich weiß nicht, was kommt, was passiert. Dann sehen wir, stehen hier auch blöd da. Na gut, so hast du hier noch einen Lehrling dabei, der kann dir die Streife nochmal mit dem Messer schneiden. Ja, sonst nehme ich dann einfach den Beethoven, der macht es dann schon auch. Ach so. Ja, ich habe ja Auswahl hier. Ne? So, also, Schlagwerk ist an. Ja, geht mal drüber. So, so, das ist ja genau die Situation, die wir auch haben auf der Baustelle. Ja, das hier ist mit einem UZ88 geklebt. Hält super, ne? Ja, ist ein sehr, sehr zäher, hartelastischer Klebstoff. Harte Klebstofffuge, Briefe. Und relativ weicher Nadelfließ, ne, wenn man das so vergleicht mit anderen. Also sehr, sehr textil, sehr weich das Ganze. Genau. Aber ich sehe, du hast hier... Ich sag mal, du hast fast 100% des Klebstoffs mit weggekriegt. Das ist ja eigentlich eine optimale Geschichte, dass man auch einen Großteil des Klebstoffs gleich mit wegbekommt. Genau. Ne? Genau, und da muss ich dir auch sagen, Frank, es lohnt sich nicht, die Klinge 10 Jahre aufzuheben, aufzubewahren, sondern die Klinge, die Schärfe von der Klinge ist entscheidend für den Ablöseprozess und für die Ablösegeschwindigkeit. Wenn ich an die Klinge spare, dann verliere ich das Geld über die Arbeitszeit, weil meine Jungs dann länger brauchen. Also, gebt eure Mitarbeiter oder nehmt genug scharfe Klinge mit. Eine Klinge kostet kein Vermögen, die kostet hier so um die 7 Euro. Aber du weißt, was eine Stunde kostet. Ja, Frank? Super, okay. Ja, vom Prinzip her sieht man es. Na, du hast bestimmt auch gesehen, dass das Rad mal durchdreht. Ich muss hier auch die Geschwindigkeit entsprechend anpassen. Na gut, und man muss natürlich auch fairerweise sagen, auf der Baustelle nimmt man sich mal 10 bis 15 Minuten Zeit, um die optimale Einstellung zu finden. Und dann fluppt das Ganze auch ein bisschen schneller. Ne? Ja. Und außerdem hast du hier auch eine Kombination aus Nadelfließ und Linoleumentfernung gemacht. Das macht ja sonst auch Spaß.
Genau, da, hier kämpfe ich auch immer noch mit Höheversätze. Das macht das Ganze noch schwieriger. Aber weißt du was, Frank? Ich habe auf die Uhr geschaut. Wir müssen Gas geben. Ja, wir müssen mal ein bisschen Tempo machen. Gut. Variant Silent. Fahre ich mal an der Seite. Go. Wir haben für den Biturbo eine relativ große Auswahl an Klingen. Und ich würde jetzt gern einfach, dass man es auch sieht, eine Klinge nehmen, die man auch gern für die Parkettentfernung nehmen. Die ist 3 mm dick, sehr massiv, da biegt sich nichts durch. Ja. Ja? Und jetzt siehst du auch nochmal, warum ich sage Komfort drüber. Ja? Können wir es hier auch recht bequem machen beim Klingewechsel, und die Maschine, die steht so sicher, dass da nichts passiert. Ja? So. Eins. Die Klemmung, sehr wichtig. Ich habe schon gesehen, dass viele ihre Schrauben verloren haben auf der Baustelle. Wichtige Vibration dann. Es ist klar. 3000 Schläge hier, das spürst du auch an Vibration. Ja. Wenn das Parkett schwieriger zu entfernen ist, können wir hier auch eine schmälere Klinge nehmen. Ist auch 3 mm dick. Für die HDF-Geschichte gibt es auch mal noch gezahnte Klinge oder im Notfall bei einem Textilbelag. Ja. Hätte man hier auch noch die Möglichkeit. Und die anderen sind eigentlich genauso von der Erklärung, wie wir es vorher beim Vario schon besprochen haben. Kann man auch sagen. Wir haben hier auch wieder die U-Klinge. Dann haben wir die Klinge in zwei dicke, 1 mm und 1,5. Da ist jetzt eine doppelte dabei. Dann gibt es noch die gezahnte Klinge. Kann man sehen, ja, kann man erkennen. Ja. Auch um hier den Anpressdruck auf der Boden zu erhöhen. Ja, weil die Oberfläche hier kleiner ist. Auch für die HDF-Geschichte, Textilbelagsgeschichte. Ja, die hier nehme ich sehr gern beim Turbo für 3-Schicht-Parkettware. Und ansonsten arbeite ich dann auch viel mit der Dicke. Hier kann ich auch Linoleum rausmachen. Hier kann ich den Winkel ein bisschen verändern über das längere Maß. Wir haben hier 20, glaube ich. Genau. Wobei ich den Winkel beim Biturbo hier über die zwei Einstellschrauben auch verändern kann. Und das ist mit ein sehr, sehr wichtiger Punkt heute bei einem modernen Stripper, dass ich den Klingewinkel auch verändern kann. Wir sehen ja hier schön das Langloch, ja, und durch Löse der Schraube lässt sich im Grund der Winkel hier von flach bis richtig steil einstellen. So, ich weiß jetzt auch nicht, was passiert, Frank. Wir schauen mal. Ich würde gerne mal von dem Designbelag was rausmachen. Ne? Ja, das ist ja heute ein sehr beliebter und viel verklebter Belag am Boden. Ne? Ja, der hat den Vorteil, der ist schon aufgeschnitten. Nur ist momentan, haben wir natürlich, werden sehr breite Paneele verlegt. Da haben wir oft 30, 35 cm Breite. Da, oder noch breiter im Fliesenformat, 40 oder 50. Du meinst die Maße praktisch der Planke? Die Maße der Planke, die heute verlegt werden. Ja. Also hier müssen wir dann eventuell eine U-Klinge einsetzen. Oder dann vielleicht sogar auch ausschneiden mit einer alten Fugefräse oder unserer Parkettsäge. Ja. Das reicht dir hier? Ja, das denke ich. Ich kann ja mit dem Stripper ganz, ganz langsam auch fahren. Ja, schau mal, das ist die langsamste Geschwindigkeit. So kann ich wirklich schön manövrieren, und ich gebe jetzt hier mal Vollgas. Also es kommt immer wieder vor, dass ich auch Beläge in der Geschwindigkeit entfernen kann. So, fahren wir rückwärts. So. Ja. Gut. So, also ich schalte das Schlagwerk an und dann fahre ich mal langsam los. So mache ich es immer. Meine rechte Hand steuert der Fahrhebel, Fahrantrieb an oder aus. Meine linke Hand steuert eigentlich nur noch die Geschwindigkeit. So, schauen wir mal. Ich
Drehen wir einmal um. Wird jetzt hier mit dem ErgoCut Pro nochmal kurz schneiden, dass wir den Vergleich mal sehen, Frank. Also auch hier bei den Paneelen sieht man, dass ein Großteil des Klebstoffs mit entfernt wurde, ein optimales Bild. Ja. Du brauchst im Grunde genommen gar nichts machen. Du brauchst nicht mehr mit deinem eigenen Blocker hin, wo Gewicht drauf bringen, und ziehst an den Rotgeber und den Rest macht das Gerät alleine. Also war ich eigentlich selber überrascht von der Maschine. Es ist wirklich richtig einstellen und dann nur noch vorwärts, rückwärts. Ja. Und dann flutscht es auch. Ne? Du kannst auch Bodenleben entfernen Spaß machen. Ne? So, jetzt haben wir auch ein bisschen Fläche, wo wir mal noch. Ja, man hätte ein bisschen mehr Kleber drunter lassen können. Dann hätten wir unsere Fräse besser zeigen können. Da, das wollen wir jetzt auch mal machen. Noch über die Schleif- und Frästechnik sprechen. Ja, fast halbe Stunde. Ich mache ein bisschen Platz. Ja. So, also dann wenden wir uns hier mal die Schleif- und Fräsmaschine zu. Hm? Gibt es noch Fragen? Nimm die Schlüpper, so leise, dass man früher. Da spült uns jetzt die Hightech-Technik ein Schnäppchen. Das heißt, hat man uns nicht gehört oder den Schlüpper nicht gehört? Also, okay. Also, wir haben kein Raummikrofon und unsere Sprachmikrofone, die dämpfen jedes oder unterdrücken jedes Störgeräusch. Also es gibt natürlich schon eine Geräuschemission, aber in Dezibel kann ich es jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht auswendig. Aber wenn ich jetzt einen Tag lang mit einem Beethoven arbeiten würde, dann, ich habe auch immer einen Gehörschutz aufgezogen. Ja. Weil meine Ohren sind eh schon schlecht und schlechter sollen sie nicht mehr werden. Ja, also wir konnten noch reden nebenher, das geht. Ja. Blenden wir die Kamera mal ein bisschen hier in die Richtung. Hier haben wir unsere Neo 230. Eine Maschine mit normal 220 Volt Lichtstrom. Daneben die Neo 400. Hier steht noch unser Luftreiniger. Luftreiniger sind dazu da, um Staub aus der Luft zu ziehen. Um Staub auch fernzuhalten von angrenzenden Räumen, weil ich mit dem Gerät einen Unterdruck in dem Raum erzeugen kann, in dem ich arbeite. Aber ich muss natürlich dafür sorgen, dass Fenster und Türen zu sind. Eventuell mit einer Staubschutztür. Ja? Wenn ich das Gerät einschalte, kann ich einstellen von ganz geringer Ventilatordrehzahl bis zur Höchstdrehzahl. Bei der Höchstdrehzahl habe ich hier einen Luftdurchsatz von bis zu 600 Kubikmeter Luft pro Stunde. Pro Stunde. Ich habe zwei Filterstufen, einen Vorfilter, ja, das ist so eine Filtermatte, die muss ich mindestens täglich auswechseln, je nach Verschmutzungsgrad. Das ist das weiße Vlies, das man hier sieht. Okay. Ja? Und dann nachgeordnet ist ein HEPA-Filter, ein H14-Filter, der filtert sogar Aerosole aus der Luft und damit entsprechend auch die Viren, die gerade in aller Munde sind. Ja, also ich könnte hier sogar in einem Klassenzimmer, könnte ich hier die Luft reinmachen. Ja? 99,9% aller Viren. Das geht mit einem H14-Filter. Ja, da gibt es verschiedene Filterstufen. Es gibt H13, H14 und so weiter. Bist du was für eine Raumgröße, sage ich mal, würdest du denen jetzt empfehlen, also, um diese Umluftmenge pro Stunde zu haben? Also man sagt, wenn es auch Staub mit dabei ist, ja, wir haben es ja hauptsächlich wegen Staub ins Programm genommen. Wegen Staub, ja. Genau, also mindestens dreimal die Luft im Raum sollte man rausbekommen oder durchsetzen können, also dreimal durchfiltern,
dreimal pro Stunde mindestens. Ja, und da liegen wir effektiv bei einer Fläche von 20 bis 40 Quadratmeter, je nach Deckenhöhe. Man kann sich das über die Kubikmeter ausrechnen. Aber wenn ich einen Raum mit 100 Quadratmeter habe, brauche ich zwei Geräte. Dann brauchst du zwei. Müssen wir sagen. Ja. Das wäre meine genau. Frage gewesen. Ja. Genau. Ja, super. Ja, also der ist erklärt, den können wir mal ein bisschen in den Hintergrund stellen, oder? Ich stecke ihn mal auf, okay? Ja. Sonst gehen uns die Steckdose aus. Und zu jeder guten Fräsmaschine gehört auch entsprechend der Staubsauger. Ja? Für die Neo 230 empfehlen wir hier einen zweimotorigen Staubsauger mit zwei Motoren. Ja? Zwei Schalter, zwei Motoren, kann ich auch hintereinander einschalten. Habe ich Problem von Überspannung und fallende Sicherungen, das habe ich dann nicht. Der wird dringend empfohlen, zwingend, muss ich sagen, zur Neo 230, weil wir hier so viel Abtragsleistung hinbekommen. Der Schmutzfang, der muss doch irgendwo hingehen. Ich will ja nicht, dass das, was ich abgelöst habe mit dem Diamant, dann alles am Boden liegt. Ja? Und den Schmutz kann man nur transportieren, wenn man genug Luftmenge auch durchsetzt. Ja, ich habe hier 380 Kubikmeter pro Stunde, zieht der durch. Ja? Deshalb hat er auch, wie man hier sieht, auch schon dickere Schlauch. Ja? Bei uns 50er Schläuche, das sind bei uns PU-Schläuche. PU weiß jeder Bodenleger, das ist richtig zähes, massives, haltbares Material, wesentlich besser als PVC. Ja, PVC-Schläuche gehen viel früher kaputt, wir haben abrasives Material, ja, Quarz und spachtelmäßig Klebstoff. Ja, so Estrichzuschlag, wenn der hier permanent durch diese Kurven gepfeffert wird, durch den Staubsauger, dann sieht dieser Schlauch halt nachher aus wie eine Gießkante. Ne? So ist es. Deswegen haben wir gleich gesagt, bei uns gibt es die Sauger nur mit PU-Schlauch. Hier vorgeordnet vor unserem Staubsauger ist ein Vorabscheider. Vorabscheider besteht aus einem Zyklon hier und aus einem Schmutzbehälter. Im Zyklon wird im Grunde durch physikalisches Prinzip wird der Schmutz nach unten gezogen, ja, und nahezu reine Luft geht zum Staubsauger. Ich kann bis zu 98% aller Staubteile von allem Schmutz, also was durchgeht, egal ob es leicht oder schwer ist, gehen hier rein. Bitte denkt daran, wer so einen Vorabscheider nutzt, mit steigendem Füllgrad geht auch eher der Schmutz durch. Das heißt, wenn der dreiviertel voll ist, wird es Zeit, dass man den leert. Aber hier beim 50-Liter-Behälter ist natürlich auch so viel Gewicht da, dass so ein Standard-Müllsack das auch fast schon zerreißt. Das heißt, wenn ich den jetzt komplett voll saugen würde, den Behälter, dann würde das Ganze nicht mehr funktionieren über Schwerkraft nach unten, sondern dann wird praktisch das ganze Material unten aus dem Behälter wieder mit rausgezogen. Genau, ja. Genau. Der füllt sich dann nicht mehr weiter, sondern dann landet es dann am Ende doch im Staubsauger. So. Okay, die Neo 230 habe ich hier mal soweit mit Strom versorgt. Prima, aber so allein kann ich noch nicht starten, Frank. Das stimmt. Weil. Jetzt brauche ich noch ein Werkzeug. Er kommt schon. Wir arbeiten hier mit Diamantwerkzeuge. Und da legst du mir schon ein bisschen was parat. Ja, ich warte ganz gespannt auf die Erklärung. Und es ist ja so viel hier in deinem Koffer oder in unserem Koffer. Ja, ich glaube, alles kann ich heute nicht erklären. Ja? Aber wir fangen hier mal an. Grundsätzlich arbeiten wir mit einem Schnellwechselsystem. Ohne Schraubenschlüssel. Wir arbeiten hier mit einer Keilverbindung. Ne? Einsetzer. Kalle, entschuldige, das ist bei allen. Leichter Hammerschlag. Das ist bei allen unseren Systemen so. Ja, Frank, du hast hier jetzt unseren Ninja-Teller. Denn viele von unseren Kunden kennen den schon und sind begeistert. Die verwenden den Teller auf ihrer Tellerschleifmaschine. Und du kannst den drauf machen, auch wenn die keine grüne Farbe hat. Die Tellerschleifmaschine. Also da gibt es so silberne Modelle, da passt es auch drauf. Das ist eigentlich gut für uns, oder? Das ist gut für uns, ja. Richtig, weil auch wenn du eine Maschine hast, die nicht von Wolf ist, passt der trotzdem drauf. Das ist schon für Ninja-Teller, für Tellerschleifmaschine. Da fragen immer viele Leute, ja, warum hat der diese Ausbuchtung, warum sieht der so aus und. Jetzt eigentlich der Sinn der Sache hier, dass möglichst viel Staub auch zwischen dem eigentlichen Gehäuse der Maschine, das kann eine Mambo sein oder eine Samba, dass auch der Staub hier wirklich weg kann.
habe ich einen runden Teller, dann habe ich manchmal nur so viel Platz, so einen kleinen Schlitz zwischen dem Gehäuse und dem Teller, der gefahren wird. Und da soll der ganze Staub durch, nicht der ganze, aber ein Großteil des Staubes, und dann wird es zu eng. Ja? Genau, manche saugen nach oben ab und da bietet er einfach mehr Durchsatz, dass das nach oben durchgeht. So, unser Standardsegment zum Schleifen ist, das Segment heißt ESK20. ES kommt von Estrich, also wir arbeiten hier auf Estriche und können dann hier feinere Schleifarbeiten machen. Ja? Und der Tilo zoomt hier schon her und wir sehen hier ganz feine Diamanten. Ich versuche mal das so hinzudrehen, dass man es... Sieht man gut, oder? Müsste man eigentlich ganz gut sehen. Bekommt. Geht es noch ein bisschen näher? Mit Größe. Na da. Okay. Dann wird es unscharf, oder? Ja. Aber man sieht die Gridgröße, glaube genau. ich, ganz gut. Jeder Punkt ist hier ein Diamant. So. Jeder Punkt ist ein Diamant und der Diamant schleift halt wesentlich besser als zum Beispiel das Hartmetall, das ich auf der Kupferscheibe habe, ja. Oder das Korund, das ich auf meiner Papierschleifscheibe drauf habe. Ja. Und je länger mein Schleifkorn hält und schärfer ist, umso weniger Wärme wird auch produziert. Ja? Sonst produziere ich nur Reibung und Widerstand. Hier wird halt synthetisch versucht, die Härte von 10 irgendwo herzustellen. Und das gelingt den Herstellern immer besser und besser. Ja, besser und besser. Und hier haben wir ja auch einen reinen Diamant. Ja? Es gibt auch künstlich hergestellte Diamanten. Ich lege das jetzt hier her. Das kann der Tilo besser herzoomen. Ja? Ja, genau, hier. Hier haben wir jetzt das dunkelgraue Blättchen, das nennt sich PKD, polykristalliner Diamant. Von vorne, genau. Und so sieht es von der Seite aus, da sieht man das dunkelgraue. Sehr gut. Das hier sind die Hauptschneide. Der Block hier hinter, der hat eine andere Funktion. Da komme ich gleich noch drauf. Ja. So, und dann gibt es noch im Grunde die Mischung von dem, mit den feinen Körner, und von dem, mit denen ganz grobe Reißzähne, nenne ich es mal. Ja? Und das sind jetzt hier Bruchstücke von dem PKD, sind hier eingebacken. Und auch feine Diamanten. So, das ist eigentlich die Mischung, der gehört hier zwischen. Das sind unsere drei wichtigsten Segmente. Ja? Ja. So, und ganz einfach erklärt, der hier für sehr grobe Arbeiter. Parkettkleber, Fliesenkleber, ja, all das Spachtelmasse, Belagsreste, ja, zur Not könnte ich ein Dino mit dem auch abarbeiten. Braucht natürlich ein bisschen Zeit, aber solche Sachen kann man mit dem auch machen. Kann man irgendwo sagen, ich meine, wir haben ja in unseren Katalogen haben wir ja Selektoren drin, wo man mal grob sehen kann, welcher Diamant für was empfohlen wird. So ein PKD-Split oder PCD-Split, wie er hier in der Mitte liegt, kann man irgendwo bei der Schichtstärke sagen, bis zu der Schichtstärke macht der Sinn und ab der Schichtstärke macht der Scraper hier Sinn? Ja, also man kann hier sagen, hier bis zu einer, wenn wir mal Klebstoffstärke nehmen, bis zu einer Zahnung von B1, ja, so in etwa, so ein Millimeter. Ein Millimeter Klebstoff können wir mit dem entfernen. Wenn es dickere Schichten sind, sollte man hier den PCD Scraper, heißt der, ja, sollte man den nehmen. Und dann haben wir hier noch das feinere Segment. Wenn ich noch einen Hauch von Schaum zum Beispiel von einem Teppich habe, kann ich das nehmen. Ich kann Drittästliche Sinterschichten. Ja, hier bei uns im Süden haben wir extrem harte Aufschwemmung von Bindemittel, ja, auf dem Anhydrit. Da komme ich mit einer normalen Papierschleifscheibe schon gar nicht mehr rein. Genau. Mit dem hier geht es ganz prima. Ja? Dann schleifst du an und dann merkst du auch, wie auf einmal viel, viel schneller dann auch trocknet, der Anhydrit. Wenn ich kleine Fläche habe, ja, mal 10 Quadratmeter, kann ich auch mal eine Fliese anschleifen, ja, mal in der Küche 10 Quadratmeter oder so. Geht mit dem auch sehr gut. Ja, wenn ich dann eine Spachtelmasse drauf machen will, möchte, dass alte Pflegeschichten runter sind und dass die Keramik griffiger ist, geht es mit dem sehr gut. Habe ich aber jetzt 100 Quadratmeter mit dem zu machen, dann kann es sein, dass der ganz glatt wird. Dann verbrennen die Diamanten sozusagen oder glühen aus. Und werden stumpf, ja, natürlich nach gewisser Zeit. Und dann geht es nicht mehr weiter. Ja? Das heißt, du bräuchtest dann, wenn du jetzt einen extrem harten Untergrund hast, sagen wir mal wie zum Beispiel eine keramische Fliese oder eine zügelgeglätteter Beton, ja, mit einer gewissen Härte,
dann bräuchtest du eigentlich eine andere Metallbindung, in der diese Diamantsplitter hier gebunden sind. Richtig. Du hast gesagt Metallbindung, Frank. Es gibt hier im Grunde das gleiche Segment, aber das heißt BTK20. Mhm. Und da ist nicht nur die Farbe anders, sondern im Grunde das Metall, in das der Diamant eingegossen ist. Hier befinden sich ja in dem Block von oben bis unten auf die Platte, befinden sich überall Diamanten. Ja? Und das Prinzip dieser zwei Diamanten funktioniert so, dass dieses Metall eine unterschiedliche Härte hat. Ja? Wenn ich eine sehr harte Schicht habe, Beton, ja, und Schleif, dann habe ich relativ wenig abrasives Material, aber meine Diamanten verschleißen auch schneller. Und dann ist es so eingestellt, dass mit diesem Abschleifer vom Beton auch das Metall ganz, ganz langsam dünner wird. Ja? Und dann fliegt der stumpfe Diamant raus und an einer anderen Stelle kommt dann ein neuer scharfer Diamant raus. Das heißt, du hast im Grunde genommen hier einen Metallabrieb. Man kann das hier an den Fahnen hier hinter auch ganz gut sehen. Das Metall verschwindet und immer kommt ein neuer schneidender Diamant. Dann kommt immer, genau, super, richtig. Okay. Ja. Und beim sehr weichen Untergrund, sagen wir mal, wir haben einen sehr weichen Zementestrich, mit viel Bindemittel und so weiter und auch Zuschlag auf der Oberfläche liegen, da wäre dann meiner Meinung nach eine harte Bindung. Da nimmt man dann einen Diamant, der hart eingebunden ist. Also der Fachbegriff heißt die Einbindung und das ist die Härte vom Metall. Ja, harte Einbindung, also hier härter gemacht. So muss man halt aufpassen, dass man die zwei Diamanten auch entsprechend einsetzt. Deswegen auch ganz einfach, ES für Estrich, BT für Beton. Ja. Soweit müsste es klar sein. Dann gibt es noch so Spezialgeschichten, die hast du da auf deiner linken Seite liegen. Dann gibt es noch Spezialgeschichten. Richtig, und da steigt der Preis natürlich auch ein bisschen, Frank. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, so ein Diamant kostet schon ein bisschen was, aber die Ersparnis kommt über die Zeit. Zeit ist Geld. Ja? Und wenn ich mit dem Diamant effektiv abarbeiten kann und einen guten Arbeitsfortschritt habe, spare ich an der Arbeitszeit rein. Ja? Ja, okay. So, also, hier geht es weiter. Hier nutzen wir auch PKDs. Die Anordnung ist eine andere. So, hier drei PKDs für grober Ertrag. Hier habe ich 5 PKDs. Ja. Und die Form oben, die unterscheidet sich auch. Ja, man kann es vielleicht mal schauen, wie es macht. So, der ist halbrund, der silberne. Und der gelbe, der ist oben gerade. So müsste man es eigentlich sehen in der Kamera. Das ist ja eine andere Geometrie, der hat halt hier nochmal Ecken. Genau, der liegt oben gerade und der andere ist oberhalb halbrund. Ja. So. Wenn man jetzt, einmal ein bisschen nochmal abzukürzen, dann ist das im Grunde genommen hier schonender als der runde? Schonender, vor allem weil er flächiger arbeitet. Okay. Ja, das heißt mehr Abtrag? Es heißt auch mehr Abtrag, ja, aber auch gleichmäßiger. Der hinterlässt tiefere Riefe und dadurch, dass ich hier 5 habe und die Ober gerade standet, wird die Oberfläche etwas glatter. Und mehr Abtrag. Und ich habe aber auch mehr Abtrag. Okay. Ja, weil ich 5 PKDs nutze. Hängt immer ein bisschen vom Anpressdruck noch ab. Ja, klar, welche Maschine. Klar. Genau. Dann haben wir noch einen Fall, Frank. Wir haben mittlerweile, gibt es auch sehr, sehr hoch vergütete Spachtelmasse, die eine extreme Härte haben, ja, eine C50, F7, ja. Spachtelmasse zum Beispiel ist ultra hart und da nutzen wir eine ganz spitze Geometrie, ja, so hat man es gerade gesehen, ja. Ganz spitz. Dann geht es dann darum, die Masse einfach aufzuschneiden? Richtig. Oder? Ja, die ritzt sich ein, zerstört somit die Oberflächenspannung und Schale. Dann komme ich auch mit einem PCD Ultra mit dem Gelber besser rein. So, jetzt haben wir es gleich mit den Diamanten. Hier den Block wollte ich noch erklären. Den gibt es nämlich, die Diamanten gibt es mit dem Block und ohne den Block. Und du kannst dir vorstellen, der Block ist wie ein Distanzhalter. Ja? Ja, man kann sagen, so ein Safety-Block, der schont im Grunde den Untergrund und sorgt dafür, dass die Diamanten nicht so weit eingreifen, oder?
Genau. Du hast ja manchmal auch eine Mischung. Hast ja an ein paar Stellen hast du einen sehr harten Untergrund, daneben einen sehr weichen. Ja. Wenn du natürlich keine solche Stütze hast, dann gehst du auf die weiche Untergründe ziemlich schnell nach unten. Kommst schnell in den Keller. Ja. Genau. Also gibt's und mit und ohne Stütze, die ohne Stütze haben immer hinter dem Zusatz XT. XT bedeutet immer extrem oder mehr aggressiv, auf Deutsch gesagt. Oder mehr aggressiv. Ja. So, Frank, fräsen wir hier mal was ab. Wollen wir mal den... Machen wir den Kleber doch mal weg, oder? Machen wir den Kleber mal weg. Wir haben hier jetzt eine relativ dünne Schicht. Das ist ganz wenig. Also ich würde hier jetzt doch mal ein ESK20 versuchen. Ist er? Hier? Das ist also das feinere Segment, das natürlich auch nicht so kräftig rangeht. Ja, nachher nehmen wir mal noch die Neo 400. So, ein Hammerschlag reicht. Ja, das ist so ein einfaches Einschlag, den man hier liegen lassen. So, die Neo 230 wird über die Räder geführt. Das heißt, mein Teller, also mein Diamant und das Rad, die sollten auch auf der gleichen Höhe liegen. Und dafür ist hier an der Maschine eine Wasserwaage eingebaut, die hier sieht man sie. Ne? Das allein, ich glaube, es kommt eine Frage rein. Frage? Oh ja, Fragen sind immer gut. Ja, Isabella, ich hoffe, das hat sich gelohnt. Super, ja. Wir haben extra eine HD-Kamera und wenn man das auf dem Beamer anschaut, ich glaube, da müsste die Bildqualität noch richtig gut sein, oder? Isabella. So, über die zwei Schrauben kann ich hier die Höhe von den Rädern verändern, bis meine Wasserwaage grünes Licht gibt. So. Und jetzt wird die Maschine geführt wie ein Rasenmäher und nicht mehr über Hebe und Senke des Stiels und dann abhängig von der Drehrichtung von meinem Teller. Und so kann wirklich jeder ganz entspannt die Maschine auch führen, Frank. Magst du uns das mal zeigen? Dann gehe ich ans Farbfelder. Kann ich gerne machen. Frank passt sich gerade noch den Stiel an, was für seine Arbeitshöhe angenehm ist. Ich mache das immer so auf Mittelhöhe. Ja, oder so. Ja. Auf diese Höhe, das ist aber, ja, macht jeder anders. Zum Grundsatz her ist das ja hier so ein Sicherheitssystem. Ich hebe die Maschine leicht an, drücke hier diesen gelben Knopf rein und dann kann ich die praktisch im Freilauf erstmal starten. Ich starte mal den Startsauger. Ganz wichtig. Und dann kann man auch. Also dieses Führen von so einer Bodenfräse, Karl-Heinz, das ist eigentlich viel einfacher als bei einer Einschaltmaschine. Weil ich fahre das über Räder und wenn das alles gut läuft, kann ich das mit einer Hand auf der Baustelle ganz einfach hin und her fahren. Ich glaube eigentlich. Genau. Ich kann vorwärts, ich kann rückwärts fahren. Genau. Und wir versetzen meistens, oder ich versetze immer eine halbe Tellerbreite und dann bekomme ich eine sehr, sehr saubere Oberfläche dann. Am Abtrag. Ja, ich habe schon gesehen, Frank, das sieht gut aus. Wollen wir noch ein kleines Stück? Fahrst noch ein bisschen vor und der Thilo kann dann mal richtig nah zoomen. Ich glaube, hier sieht man schon mal ein bisschen, wie das Ganze arbeitet. Richtig, ja, genau. Es bleibt eine sehr, sehr, sehr feine Oberfläche zurück. Wir haben hier auch eine relativ harte Spachtelmasse unten drunter. Ja. Aber man könnte jetzt hier mal noch, wenn es die Zeit erlaubt, ja, erlaubt sie, machen wir noch mal einen Scrapper drunter. Scrapper hier oder Scrapper unter der Neo 400? Machen wir mal hier unter der Neo 230. Okay. Die Frage ist natürlich, Frank, warum gibt es noch eine Neo 400 dazu? Ja. Ich sag mal, irgendwo müssen wir ja hier
im Lichtstrombereich K1 ist irgendwo eine Grenze. Ja? Wenn man mit so einer 23 cm breiten Maschine 230 Volt angetrieben, dann ist man schon irgendwo so von der Arbeitsbreite an seiner Grenze mit Lichtstrom. Mit 230 Volt. Genau, ich krieg halt nur begrenzte Leistung aus der Steckdose, genau, wie du sagst, Frank. Und wenn ich dann mal 500 Quadratmeter auch vor mir habe, mit 23 cm Arbeitsbreite, dann hätte ich doch gerne eine größere Maschine. Da kommt man sich manchmal ziemlich verloren vor. Ne? Wenn man, das hier ist eigentlich so, man kann klar, wenn man Räume bis 70 Quadratmeter hat. Schuhe, ja, ist super. Super Garageschleife und so weiter. Balkonschleife, Wohnungen, normale Zimmergrößen. Alles gar kein Problem. Wenn es dann größer wird, dann will man ja auch auf der großen Fläche schnell sein. Ja. Also dann will man mal auch mal ein bisschen Gas geben, dann soll auch was kommen. Dann brauche ich auch mehr Anpressdruck auf dem einzelnen Diamanten. Wir haben hier 4 Diamanten, die eingesetzt werden unten drunter. Und bei der Drehstrommaschine kann ich bis zu 12 Diamanten drunter einsetzen. Und habe eine Drehzahl von 1500 Umdrehungen. Die habe ich hier auch. Die haben wir hier auch. Aber auf einer ganz anderen Breite. Ja, muss schon mal vergleichen mit einer Tellerschleifmaschine. Da haben wir 150 Umdrehungen und hier haben wir das Zehnfache. Und Diamante, die liebt Geschwindigkeit. Ja? Also das macht ordentlich was aus. Lass mal, Stande. Und möchte noch kurz was zeigen. So. Weil wenn man keinen Auszubildenden hat, der mit dem Handschleifklotz an der Wand entlang geht, dann haben wir hier für die Meister noch was Spezielles. Und zwar kann ich die Absaugkurve öffnen. Hier unten sieht man schon den Diamantsitzer. Ja? Wenn ich jetzt der Wand entlang fahre, kann ich wirklich, vielleicht sieht man es mit dem Meterstab, kann ich hier randnah, also bis an Rand dem Streifen komme ich ran. Ja, das hilft auch nicht wirklich. Ja, so ein bisschen sieht man schon. Ja. Ne? Komme ich bis an Rand dem Streifen ran. Ja? Dann kann ich, du hast hier den Motor, haben wir noch zur Seite geschwenkt. Ja? So, und ich kann auch meine Absaugkurve kann ich drehen. Ja? Die ist arretiert durch diesen Bolzer. Da steckt er. Der hier, den brauche ich nur rausziehen. Dann geht es hier entlang und gleich macht es klack. Stell ab. Dann macht es klack. Ja, und dann ist die für Linksbetrieb geeignet. Genau. Genau. Jetzt bauen wir es wieder zurück, ne? Frank. Ich mache das wieder zu. Wenn der Staubsauger angeschlossen ist, der saugt wirklich alles weg, auch wenn die Absaugkurve off ist. Ich muss natürlich an der Wand dran sein. Wenn ich dann mit auf der Fläche bin, darf ich mich nicht beschweren, wenn da was rauskommt. Weil wenn ein Loch ist, geht es halt auch raus. Aber an der Wand sind wir nahezu staubfrei. So, jetzt machen wir die Scrapper drauf. Jetzt werdet ihr auch sehen, dass es ganz leicht ist, die zu lösen. Ein Schlag und dann kann ich hier jetzt den Scrapper aufsetzen. So, dann kannst du hier mal, ne, kann ich. Ich kontrolliere jetzt wieder an der Wasserwaage. Muss kurz ein bisschen nachstellen. Das machst du, weil die Bauhöhen der Diamanten nicht alle gleich sind. Das heißt, die unterscheidet sich, ja. Genau. Das eine war ein PKD, das jetzt ist ein. Ne, das erste war ein Diamant. K20, jetzt haben wir ein PCD. Und jetzt haben wir einen PCD-Scrapper. So. Da sind die Bauhöhen etwas unterschiedlich und deswegen muss man nach Umbau auf einem anderen Diamantsystem halt einmal nochmal die Maschine wieder ins Wasser bringen oder in die Waage stellen, damit die. Diamantwerkzeuge sich halt gleich nutzen. So, das ist drin. Stielhöhe. Ja. Festmachen. Ich drehe das mal kurz, dann kommen wir dahinter besser bei. So. Okay, Staubsauger. Ja, dann darf ich. Du wolltest. So, Tino, kannst du mal herzoomen? Da wo mein Finger ist, da haben wir jetzt schon richtige Grater haben wir hier drin. Ja, und du hast auch schon einen halben
Zentimeter fast an Spachtelmasse entfernt. Ja, da sind wir schon richtig runtergegangen. Na, man sieht es in der Kamera nicht so top. Ja. Aber ich glaube, ihr glaubt es uns. Ja. Frank, soweit haben wir es mit der Neo 230. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie wir von der Zeit sind, aber ich denke... Ja, wir machen 31, 32. Wir machen die Neo 400 noch, weil es wirklich eine richtig kräftige Maschine ist. Da fetzt, da fliegen die Fetzer. Und wir haben auch für große Fläche haben wir einen ordentlichen Arbeitsfortschritt. Ich musste... Bitte? Ja. Wenn es bis hierher Fragen gibt, einfach mal reinschreiben. Ansonsten, wie der Frank gerade gesagt hat, machen wir jetzt mit der Neo 400 mal ein Stück, dass man einfach auch mal den Unterschied sieht von der Performance. Und dann, was man aussagen muss, Frank, die lässt sich wirklich gut bewegen. Ja, wir haben vorne auch einen ordentlichen Griff, wo man es tragen kann, auch für eine Person. Wir haben 42 Kilogramm, so wie eine Tellerschleifmaschine. Aber es ist halt wirklich eine Maschine, mit der ich ordentlich Altschichten abtragen kann. So, Frank, da haben wir die Neo 400, ne? Da brauchen wir die Neo 400. Da brauchen wir dann auch ein ganz anderes Kabel, ne? Genau. Du hast ja schon gesagt, Kit aus der Steckdose, 220 Volt, bekommen wir halt nur eine begrenzte Energie raus. Wenn wir Starkstrom nehmen, 16 Ampere, 400 Volt, dann geht ordentlich mehr. Bei der Arbeitsbreite von 40 cm kann man bei einer Umdrehungszahl von 1500 Umdrehungen, macht es auch Sinn, eventuell über das Saugsystem nochmal nachzudenken, oder? Genau. Willst du einen Vortrag? Ta-ta. Ja, wir schauen uns an. Also gut. Richtig. Das ist unser T-Rex. Ein Staubsauger jetzt mit 3 Motoren. Jeder Motor eine Luftleistung von 190 Kubikmeter pro Stunde. Ich habe unter einem großen 50 Liter Behälter, der über Hebelentleerung. Ja, einfach ein- und ausgehängt wird. Ich mach mal wieder zu. Eine riesengroße Filterfläche mit da drin, die man hier auch immer wieder dann mal abschütteln muss. Ja. Aber er zieht halt unwahrscheinlich viel durch die 3 Motoren. Geht mit ganz normalem Strom aus der Steckdose, 220 Volt. Und der Frank macht jetzt die Diamante drauf. Ja, ich gehe davon aus, du hast jetzt hier mit 6 geplant. Ich habe mal mit 6 geplant. Tilo, schwenk mal auf unsere Neo 400. Auf den Teller, ihr seht, wir haben hier Aufnahme für bis zu 12 Diamanten. 12 haben wir gewählt, weil die Zahl durch 3, durch 2, 3, 4 teilbar ist. Wichtig ist, dass hier rund um den Teller die Diamanten gleichmäßig aufgesetzt sind, damit keine Unwucht entsteht. Ich kann jetzt hier 4 Segmente drauf machen, ich kann 6 Segmente drauf machen, ich kann 8, ich kann 9. Ich kann 10 und ich kann 12 Segmente drauf machen. Die Anzahl der Segmente hat Einfluss auf die Abtragswirkung. Je mehr Segmente drauf sind, umso mehr verteilt sich der Anpressdruck. Ja? Manchmal brauche ich mehr Anpressdruck. Je härter die Fläche ist, umso mehr Anpressdruck. Also weniger Diamante. Und je weicher die Fläche ist, muss ich den Anpressdruck mehr verteilen, weil sonst die Maschine zu schnell nach unten geht. Ja, man muss auch nicht meinen, dass man jetzt unbedingt Geld spart, wenn man weniger nimmt, weil natürlich der ganze Druck der Maschine bei 6 Diamanten auf 6 Punkten liegt. Ja. Wenn ich aber 12 drauf mache, dann verteilt sich der Druck halt auf 12 Punkte. Genau. Und die Werkzeuge werden eigentlich dann nicht so stark an den Boden gepresst. Das genau, ist abhängig davon, was ich machen will. Will ich tief eingreifen, nehme ich weniger drauf, will ich halt eine Fläche flächiger schleifen, ja, dann mache ich mehr drauf. Voll. Das ganze System, ja. Und habe dann auch eine feinere Schleifdruck. Ja. Frank, wir haben über den Anpressdruck können wir auch noch variieren über unser Zusatzgewicht. Ich habe hier 15 Kilogramm Extragewicht. Das kann ich auch runternehmen, ist nur eingehängt.
Ich kann auch noch ein zweites drauf machen, je nachdem, was ich mache. Wenn ich einen Beton überschleife, kann ich ruhig auch mal noch ein Gewicht drauf machen. Ja, die Maschine zeigt mir hier über dieses LED-Band. Hier oben gibt es grüne, gelbe und rote LEDs. Und da zeigt die mir den Belastungszustand vom Motor an. Ich kann dann über Gewicht, über Anzahl von den Diamanten, kann ich die Belastung noch einstellen. Und wir haben auch ein Stützrad dabei. Wir haben eine ganz neue Maschine, das ist noch nicht montiert. Aber wir können vorne noch ein Stützrad anbauen. Genau, wenn man jetzt bei sehr weichen Untergründen, Karl-Heinz, Angst hat, dass die Maschine sich komplett in den Boden einfrisst, dann wäre das so, dass wir hier ein Stützrad montieren und dass wir dann über diese Händelschrauben auf Höhe und Waage stellen. Und dann ist das Ganze halt ein bisschen schonender und gräbt sich nicht im Hintergrund ein. Ja. Das ist der Sinn der Sache. Ne? Frank, auch hier haben wir eine Wasserwaage auf der Maschine montiert. Und ich stelle jetzt auch über die Räder und die zwei Klemmhebel auf der Seite, stelle ich jetzt die Maschine auch in die Waage. Und das Prinzip ist dann genau dasselbe. Wir haben einen doppelten Absaugring. Wir haben einen inneren Absaugkreis, einen äußeren Absaugkreis, um die Maschine so staubdicht wie möglich zu bekommen. Wenn ich hier jetzt aber nur einen kleinen Staubsauger anschließe, funktioniert die Absaugung nicht. Ich brauche den großen Sauger. Ja, wichtig bei all diesen Diamantsystemen ist auch, dass das abgetragene Material von der Maschine wegkommt. Das, was runter ist, muss ich entweder wegfegen oder wegsaugen oder wegschieben mit einem Schaber, damit die Diamantwerkzeuge nicht permanent in das abgefahrene Material reinfahren und so auch noch für Abnutzung sorgen. Das ist eigentlich absolut entscheidend, dass man auch mal sieht, wo bin ich und dann auch wieder Material abtrage und nicht immer ins abgetragene Material reinfahre. Das sorgt halt auch für Metallschwund und dann sind die Werkzeuge schneller runter. Ne? Bedienung von oben ganz einfach, ein Ausschalter, Notaus, Stielverstellung hier über Gasdruckfeder, drücke ich drauf, kann ich verstellen, lasse ich los, bleibt sie stehen. Und dann haben wir hier noch die 16 Ampere Steckdose und da sieht man zwischendrin hier die zwei Pins. Wichtig bei Einsatz von 400 Volt Maschine, ich kann die Drehrichtung tauschen. Ja, und vor allem beim Einsatz von PKD-Werkzeug muss ich peinlich drauf schauen, dass die Drehrichtung stimmt. Tilo hat gerade schon hierher gefilmt. Hier sehen wir den Drehrichtungspfeil. Übers Lüftergehäuse, wenn ich kurz einschalte, gebe einen Einschaltimpuls, sehe ich, dreht sie sich hier in vorgeschriebener Richtung oder dreht sie sich dagegen. Dann dreht sie sich falsch rum, kann ich hier die zwei Pins tauschen. Besser ist man neben dem Schraubenzieher. Ja, bei den neuen Maschinen kann man es von Hand noch drehen. Ja. Hat sich ein bisschen Staub reingesetzt, dann hier mit dem Schraubenzieher reingehen und das Ganze einmal wenden. Ne? So, jetzt können wir fräsen, Frank. Phasenwender nennt sich das, genau. Ja, schauen wir mal, ob es sie richtig rumdreht. So, also ich mache einen kurzen Impuls. Jetzt sehe ich am Lüfterrad, es stimmt mit dem Pfeil überein. Warte mal, wir brauchen gerade einmal müssen wir gerade, bevor du loslegst, umstecken. Ja, weil ohne Staubsauger möchte ich das jetzt nicht machen. Genau. Okay. Ja, das ist der FI. Warum geht der raus? Welche Phase raus? Welche Felderphase? Machen wir mal geschwind den FI. Genau, wenn nicht alle Phasen anliegen, dann ja, das passiert auch. Dann müssen wir jetzt mal nachschauen, woran das liegt. Ja, die Maschine ist ganz neu. Da müssen wir jetzt mal einmal schauen, was los ist. Das ist halt live, kann man nichts machen. Genau.
Schade, hätte man gern gezeigt. Ja. Aber irgendwas stimmt scheinbar nicht. Irgendwo scheint eine Phase zu fehlen. Und ja, tut uns leid. Vielleicht dann demnächst mal auf der Baustelle. Das wäre schön. Vielleicht geben sie uns die Chance, auf der Baustelle mal vorzuführen. Tut uns echt leid. Kalle. Wir können. Wo ist es? Ne? Warte mal, Frank, kurz ein Wort. Ich vermute, dass eine zurückgelagerte Sicherung ausgelöst hat, weil hier der FI, alle Sicherungen sind drin. Ich sehe, dass wir die hier über eine andere Sicherung läuft. Okay, das könnten wir noch versuchen. Ja? Also noch nicht abmelden. Nee. Nee. Ja. Ja, Versuch war es wert. Können wir spontan jetzt nicht klären? Also ist leid. Ist so. Ja. Also, Gina, jo. Ich glaube, wir. Ja, wenn noch Fragen da sind, einfach reinschreiben. Wir sind mit Sicherheit noch 30 Minuten, 45 Minuten hier, Karl-Heinz. Ja. Ja, Feedback wäre natürlich auch toll. Wir sind ja noch relativ frische Schauspieler, wir beiden. Ja. Von daher wäre es ganz schön, wenn ihr uns ein Feedback gibt, wie es euch gefallen hat. Wir bedanken uns auf jeden Fall für das Interesse um diese späte Uhrzeit. Und eigentlich ist es so, dass wir bei U10, Karl-Heinz, sagen immer, kleben Sie wohl. Ne? Das machen wir immer so zum Abschied. Und wir sagen natürlich auch, haltet das Handwerk hoch, auch ganz wichtig in diesen schwierigen Zeiten. Gesund bleiben, das ist das Nächste. Ja, und du hast, glaube ich, den Hauptpart gemacht, dann darfst du heute auch das letzte Wort sagen. Ja, gute Nacht. Also, tschüss. Also, tschüss, vielen Dank.